Fast 24.000 Brillen hat die Neon-Künstlerin Chris Bleicher mit ihrer Aktion bereits zusammenbekommen. Daneben sammelt sie aber auch andere Hilfsmittel wie Krücken, Hörgeräte oder Rollstühle. Die Artikel werden dann verpackt und nach Koblenz an die Zentrale von Brillen weltweit geschickt. Dann sind da 32 Arbeitsplätze für Menschen mit Einschränkungen entstanden, die reinigen, desinfizieren, vermessen, bevor sie dann weltweit Asien, Afrika, Südamerika verschickt werden an die Ärmsten der Armen, die sich ein Leben lang keine Brille leisten könnten. Erwünscht sind dabei die unterschiedlichsten Modelle und Sehstärken. Das Ziel der Münchnerin, sie möchte 100.000 Brillen sammeln. Bereits seit 8 Jahren engagiert sich Chris Bleicher nun ehrenamtlich. Ich habe früher selber Brille getragen und hatte ein ganzes Sortiment in meinen Schubladen und wusste nicht, wohin damit, bis ich dann Brillen weltweit übers Internet entdeckt habe und mein erstes Päckchen hingeschickt habe nach Koblenz zur Zentrale. Und dann habe ich gesehen, Freunde, Verwandte, Bekannte hatten auch Brillen übrig, die sie nicht mehr verwenden. Und dann wurde mein nächstes Paket schon größer. Wer die ein oder andere Brille, ein Etui oder ein anderes Hilfsmittel hat, das er spenden möchte, kann das alles gerne im Atelier von Chris Bleicher in der Müllerstraße abgeben.